Ey. Ey. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Und Sie da hinten auch. Hallo. What the fuck? So, hier Riff. Für Ruf und Prisoner Transport. Du bist verpackt. Hallo. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit unserem wunderschönen Officer. Wir sind jetzt mal wieder nicht mehr in der Stadt, sondern uns hat es ins Umland verschlagen, sage ich mal. Ja, erstmal Entschuldigung, dass jetzt so lange keine Folgen mehr kamen. Das, woran das eigentlich lag, schlichtweg irgendwie an der Lustlosigkeit. Zwischendrin war noch mein GTA-Ordner am Arsch. Das hat sich irgendwie alles so ein bisschen gehäuft. Deswegen kamen jetzt die letzten Tage keine Dinger. Jetzt habe ich die jetzt vorgestern mal angefangen, meinen GTA-Ordner neu aufzusetzen. Hat aber auch alles gut geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Und es hat jetzt auch die Folge, dass wir ganz viele neue Mods haben. Ganz viele. Unter anderem neue Autos. Neue Grafikmods, wie man hier sieht. Eine neue Grafikmod. Die haben der Kürtel und ich, also der Zyan und ich, haben uns mal eine neue Grafikmod angeschaut. Und ja, wir sind da beide ein bisschen dran hängen geblieben jetzt und ja, jetzt spielen wir halt mal damit. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr sie findet. Sie ist im Prinzip komplett identisch mit der letzten Mod, nur dass sie halt bei Nacht. Ach, apropos Nacht, das habe ich natürlich gleich vergessen. Ich würde eigentlich, dass unsere Session ein bisschen in den Abend reingeht. Dass die an bei Nacht sieht die geil aus. Aber bei Tag finde ich sie genau gleich aus, deswegen schreibt es wie gesagt rein. Der Nachteil in der Mod ist halt, bei Nacht wird es halt wirklich Nacht, also das ist wirklich sehr dunkel. Was vielleicht für Aufnahmen halt nicht so gut geeignet sein könnte. Aber gut, ne, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten, was kann ich noch sagen? Na klar, neue Callouts. Und also, was heißt neue Callouts? Zumindest mal ausgemistet und jetzt habe ich glaube ich noch 4 oder 5 Callouts drin. Und ja, was ich auch noch geändert habe, ist die Beschreibung. Da könnt ihr jetzt mal reinschauen, unten das Video aufklappen oder die Beschreibung aufklappen. Da seht ihr jetzt alle Mods schön sortiert. Hoffentlich schön sortiert, außer ich habe Scheiße gebaut. In der Reihe nach aufgelistet. So dass, falls ihr euer GTA genauso wie meins modden wollt, ihr damit die Möglichkeit habt. So, jetzt haben wir aber genug gelabert. Schon 2 Minuten am Labern, ist unglaublich. Wir nehmen einen Callout an, ja? Das hier, okay, mach mal. Wir nehmen hier so. Was noch ein Problem ist, dass die neueste OpenEV-Version einen Bug hat, dass man keine Sounddateien ersetzen kann. Es geht zwar mit dem Trick, aber darüber müsste ich mich jetzt noch informieren. Und ich dachte mir jetzt so, ja komm, jetzt warte mal, bis es ein neues Update für die OpenEV gibt. Dann können wir nicht auch wieder Sirenen und alles installieren. Aber wie gesagt, jetzt erstmal leider Gottes ohne Sirene oder Waffensounds. Wie gesagt, falls es dann wieder geht, werde ich natürlich unverzüglich meine Hausaufgaben machen und wieder Sirenen einfügen. So. Ja, 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 oh, das ist ein Centorno. Approach with Concussion. Centorno ist nicht so gut, weil unser Ford Crown hier, der ist, glaube ich, nicht so schnell wie ein Centorno. Wir halten das einfach mal an, gucken mal, was passiert. Signal, Suspect has come to stop. Ja, aus dem Grund nehme ich eigentlich keine Brillen. Ich dachte, es klappt. Dann müssen wir wieder ins Third Person spielen. Ey. Ey. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Und Sie da hinten auch. Hallo. What the fuck? Jetzt bleiben Sie stehen, gefälligst. Mann. Alter, ich krieg den Typen nicht. Niemand hat eine scharfe Schusswaffe. Ist mir egal.
Jetzt bleiben sie stehen. Hält die Waffe, by the way, ein bisschen komisch. Jetzt bleiben sie doch stehen, Mensch. Don't you move the muscle. Ich glaube, der andere Typ ist tot. Bleiben sie stehen. Hallo, ich schieß gleich. Ach so, genau, da war ja was. Ach, guck mal, so geht's aber. Ärgert mich jetzt, dass ich die Brille genommen habe. Hallo, nimm fest. So, hier Riff. Dafür Ruf von Prisoner Transport. Du bist verpackt. Hallo, die Herren. Ich will ja nicht pushen oder so. Aber hier befindet sich ein Auto im See. Also nur falls es Sie interessiert, hier befindet sich ein. Dahin befindet sich ein Auto im See. Vielleicht mal nachschauen, ob die Leute noch leben. Aber es sieht eher nicht da. Oh fuck, oh fuck, nicht runtertauchen. Aber es sieht eher nicht danach aus. Gut, da halt nicht. Mein Gott, ist das behindert, Alter. Arm Driver. Moment, wir müssen uns erstmal um den anderen kümmern, wenn er noch da ist. Wir haben hier wieder Tow Truck, Corona, Crest of Pit und Traffic Backup und. Ach mal, Traffic Backup. Ich habe, wie gesagt, ein paar Mods haben jetzt die Chance der 0.3er Version genutzt und haben sich neu geupdatet. Ja. Da hinten ist unser Auto, oder? Ist das unser Auto? Ich glaube schon. Muss der Officer halt mal ein bisschen zu Fuß laufen. Der tut dem auch gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Ja, doch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unser Centorno liegt. Oder wo der Centorno liegt. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo der andere ist, weil. Könnte ja sein, dass er das überlebt hat. Weil ich glaube, der andere ist nicht mehr da. Gott, ist das behinderte Einsatz. Also, der Einsatz war aber lustig. So, also ich kann das schon zur Kacke wieder reparieren. Auch wenn, glaube ich, nichts kaputt gegangen ist. Wir machen mal aus hier. Wie gesagt, ne, Audio-Mods kommen hoffentlich die nächsten Tage. Oh. Nee, komm nicht nochmal was. Wir machen mal hier. Traffic Stop Backup. Code 99 heißt Go Go. So, dann machen wir First Person, da geht's nämlich. Wieso Code 2? Ist Code 99 nicht alle verfügbaren Einheiten? Egal, ich bin da nicht so informiert wie ihr wahrscheinlich. Aber gut, dann fahren wir halt den Code 2. Ist auch in Ordnung. So, fahren Sie bitte mal rechts ran hier. Muss ein Officer durch. Wir haben hier Code 2. Wo sind das? In 400 Metern? Ja, das geht ja. Boah, dann fahren sie halt. Wollen sie Stress? Ich glaube, sie wollen Stress. Ich fahre mal lieber weiter. Nicht, dass ich eine Anzeige schreiben muss, wäre ja Papierarbeit. So. Da hinten ist es. Sie brauchen die Traffic Stop Help Require. Blah. Hallo, die Herren. Press Y to talk. Do you see that vehicle in front of me? The registered owners want it. I've just checked. The complication is they may have a firearm. Who's going in for the arrest for this person? You can meet the primary officer for the arrest. I'll back you up. The felon is mine. I'll take the arrest. Yeah, come. Felon is mine. I'll take the arrest. Arrest the wanted suspect. Pass auf. Daher, dass der gesucht ist, machen wir es gleich so. Aussteigen. Aussteigen, Waffe fallen. Okay. Auf dem Boden. Hallo. Ah! What the fuck? Jetzt bleiben sie stehen. Ey, es ist doch... Jetzt bleiben sie stehen. Wenn sie einsteigen, sind sie tot. Fahren sie weiter. Auf dem Boden. Ach, das Stress? Nee. Was war das eigentlich gerade? Wieso wurde ich umgefahren? Finde ich nicht gut. So.
Prisoner Transport und nebenher noch ein Tow Truck, weil wir sind wirklich Multitalent. Wir sind Multitalent. Hallo. Ach, guck mal. Beides kommt gleichzeitig. Finde ich gut. So, ihr kümmert euch hier rum. Ich glaube, der Tow Truck hat sich festgefahren, aber das ist nicht mein Bier. Nee. Ich habe eine Schusswunde in der Brust, am Rücken und in beiden Brüsten von dem Typen und im Rücken. Einmal querschnittsgelähmt, einmal Herz kaputt. So, wir fahren weiter auf Streife. Oh Gott, hier geht ja wieder die Party ab. Ja, es geht die Party ab. Ey, wieso? Also, was ist das eigentlich für eine KI? Was ist das bitte für eine KI, die ständig meint, Leute erschießen zu müssen? Ich meine, das ist hier USA, aber so krass ist es ja wohl nicht, dass man einfach irgendwelche Zivilisten erschießt. So, wir machen mal aus. Also, warte mal, so jetzt aus. Pacific Bank heißt. Das ist Downtown Vinewood, dafür sind die Kollegen zuständig, Herr Dispatch. Und wir drehen auch gerade. Wir betreten nämlich gerade Los Santos County. Oh, fuck. Ja, da habe ich meine Heckscheibe erfolgreich kaputt gefahren. So, da vorne ist ein Motorradfahrer. Der sieht mir sehr verdächtig aus. Guck mal, wie abrupt der einbiegt. Fahren Sie bitte. Hier, fahren Sie bitte ran. Hallo. Hallo. Ah! Also, dass die Leute immer noch irgendwie von 50 auf 0 in 2 Sekunden, finde ich immer noch ein bisschen komisch. Sie haben mir nichts gemacht, deswegen nehme ich Ihnen jetzt mal die Schlüssel nicht weg. Question Driver. Do you have anything illegal in this vehicle? Nee, you have been drinking. Weißt du, das Ding ist, dass die Leute immer alles verneinen. Ich verstehe gar nicht. Small bags known for holding drugs. Driver seems nervous. Ich hätte halt gerne meinen normalen Traffic Stop. Aber wenn der Driver nervous aussieht, würde ich mal gerne, dass sie vom Auto absteigen. Jetzt muss ich die ernsthaft. Steigen Sie ab, bitte. Hallo. Steigen Sie ab. Steigen Sie ab. Nehmen Sie mal die Hände hoch. Ich möchte nur mit Ihnen reden, ja? Alles in Ordnung. Nein, nicht auf dem Boden. Hallo. Ey, steh auf, du faules Stück. Steh auf. Mach ich denn jetzt? Nimm ich dich halt fest, weil ich kann nicht danach mit dir reden. Ich meine, wenn der ist ja eh irgendwie Taschen im Fahrzeug. Ich meine, ich wüsste zwar nicht, warum das. Wir können ja mal mit den Leuten. Oh, wir haben hier eine. Ist alles in Ordnung. Ich nehme nur einen Taser, ja? Wenn sie das beruhigt. Ja, drücken Sie sich bitte nicht auf. Wenn sie sich aufregen, ist das schlecht für ihr Herz. Und dann muss ich noch längere Berichte schreiben und das wollen wir ja alle nicht, ja? Das heißt, ich werde jetzt hier einen Prisoner Transport holen. Und einen Abschlepper. Weil sie haben nämlich absolut nichts gemacht, aber ich kann sie leider nicht mehr befreien. Oder ich kann den befreien, aber ich wollte eigentlich seine ID checken, aber irgendwie ging das jetzt gerade nicht. Ja, beleidigen Sie noch hier den Suspect, ja, finde ich überhaupt nicht gut. So, da hinten ist ein LKW. Ah, das ist unser Transport. Da kommen nämlich Motorräder rein. Das habe ich gemerkt. Das ist ziemlich geil. So, wie komme ich jetzt denn hier durch? Oh Gott. Okay, warte, das kam hier. Danke. Weißt du, die KI in dem Spiel ist echt so. Die hätte ich gerne mal in echt, ey. Dann ist hier ganz schnell Feierabend. Dann ist ganz schnell Feierabend, wenn wir die in echt hätten. Guck mal hier, pass auf. Da. Den Wohnwagen. Der ist ja wohl suspekt hoch 10, Junge. Jetzt fahren Sie bitte mal rechts ran, aber bitte ohne den Fahrradfahrer. Okay, guck mal. Ich wusste es. Der Typ flüchtet. Wir kriegen noch eine Verfolgungsjagd zu sehen heute. Das finde ich gut. So. Und jetzt bleiben Sie stehen, Sie fetter Wohnwagenbesitzer. Bleiben Sie stehen. Alter. Steigt der aus? Steigt der aus? Scheiße, steigt nicht aus. Okay, bei ihm verfolgen weiter auf. Verfolgung. Ah, wieder ein bisschen First Person. Ich finde First Person ist nice. Bei Verfolgungsjagd. Nicht mich drehen! Ah! Guckt euch die KI an dem Spiel, Alter. Die ist echt so. Die ist, die ist, ist die. Richtig, Mann. So, komm.
Parkins zu, die kommt von hinten. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Okay. Aua. Bleiben Sie stehen. Okay. Und Sie steigen auch aus. Scheiße. Scheiße, das Hesse reicht nicht. Wir müssen mal ganz kurz hier improvisieren und wegrennen. Nicht mich umfahren. Bleiben Sie stehen. Scheiße. Jetzt haben wir ihn. Bleiben Sie stehen. Es bringt doch alles nichts, Leute. Jetzt bleiben stehen. Ah, bleiben Sie stehen. So, komm, auf den Boden. Alles ist gut. Ich habe nur einen Taser. Der tut zwar nur ein bisschen weh, aber sie werden zumindest nicht umgebracht. So, bin ich nicht ein toller Polizist? So, hier, alle. Einmal den Prisoner Transport. Was geht denn da hinten ab? Egal. Wir haben den Einsatz nicht. Ach guck mal, kann auch releasen. So, den hätten geschossen. Vielleicht kommen wir mal zur Unterstützung kurz. Wir kommen mal kurz zur Unterstützung. Ey, nimm eine Moralpistole. Ist da noch was? Egal, wir gehen mal zurück in unsere alte Karre. Das sieht nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie sieht das cool aus. Gehen wir zu unserer Karre, wo steht die? Wieso haben wir da keinen Punkt auf der Karte, wie unsere Karre markiert? Ich hab Angst. Sag mal, wobei gedespawnt kann die nicht sein. Da hinten ist sie, ja, okay. Warum auch immer da jetzt kein Punkt drauf ist, man weiß es nicht. So, aber das hier müssen unsere Karre sein. Dürfen einmal reparieren. Und fahren wir wieder ein bisschen in Richtung Sandy Shores. Das ist da hinten. Gucken wir mal, dass wir da was geschissen kriegen noch. Vielleicht mal wieder eine Verfolgungsjagd und eine kleine Schießerei. Schießereien gibt es allgemein, geht ja 5 recht wenig bei LSPD-Fahrer. Aber geht ja 4, gab es viel mehr. Ich meine, das ist ja auch nice, dass es nicht immer um Schießen ist, aber... eine Schießerei wäre halt schon ziemlich, halt auch mal ziemlich cool. Wobei man Deckung nehmen muss und keine Ahnung. Was ich auch geil fände für LSPDFA, wenn es ein Punktesystem gäbe, dass jeder Einsatz Punkte gibt. Zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, hier Verfolgungszeit gibt 500 Punkte. Und dann kannst du nach der Folge sehen, wie produktiv man am Ende war. Und dass man halt quasi so ein bisschen ein Punkt, vielleicht auch ein Rängesystem oder sowas in die Art reinbringt. Vielleicht auch, wenn das mal eine fortgeschrittenere Version ist, ein Skillsystem, wo man sich dann am Anfang ganz klein anfängt, also dass es quasi einen Karrieremodus und einen Freeroam gibt. Im Freeroam hast du von Anfang an alles freigeschaltet, bei Karrieremodus fängst du klein an, als Gehilfspolizist oder so, und arbeitest dich dann irgendwie hoch, bis du halt auch irgendwie bei den Banküberfällen dabei sein darfst oder so. Das wäre mal cool, wenn es das für die Zukunft so geplant wäre zumindest. Ich meine, das wird es wahrscheinlich erst in ein paar Jahren geben, wenn es so weitergeht mit dem Update-Tempo, aber man kann ja mal träumen, ne? Ein Patrol-Theft. Ist denn das da hinten oder was? Bin ich gerade hergekommen, ihr Eumel? Mann. Ja, gut, dann, ne? Patrol-Theft, Code 2. Ne, ich fahre Code 3. Wobei, ne, komm, wir fahren Code 2. Wir müssen das ja realistisch machen. Eigentlich müssten wir sogar ohne Sirene fahren. So. In einem normalen Tempo fahren wir jetzt. Da hinten reparieren wir schon auf die Karre. So. Boah, sieht das so im Untergang nice aus. Muss man tatsächlich mal sagen, ey. Ziemlich geil aus alles. Oh. Das tut mir leid. Ich habe gerade ein Tier umgefahren, glaube ich. Egal. Hat eh nicht mehr gelebt. Also jetzt zumindest nicht. Boah, sieht der Sonnenuntergang nice aus. Soll man schon sagen, ey. Das haben sie echt gut hingekriegt. Also die von Rockstar und die von der EMB natürlich. Also quasi beide. Die EMB hat es halt noch ein bisschen erweitert. Aber kann sich echt sehen lassen. Wie gesagt, alles ist in der Beschreibung. Also wirklich alles. Auch die Grafikmods, die Callouts, die Mods, damit das alles überhaupt läuft. Ein paar Scripts habe ich da drin. Was weiß ich alles, ne? Heißt, da könnt ihr euch, könnt ihr beherzt und mir auch vertrauen.
wenn die alle installiert hat, sollte das Spiel eigentlich funktionieren. Ihr werdet halt nur noch OpenIV benötigen. Das könnte ich eigentlich auch noch schnell verlinken, nachdem ich aufgenommen habe. Mal gucken. Also vielleicht ist OpenIV auch noch verlinkt, damit ihr das überhaupt alles installieren könnt, weil sonst habt ihr keinen Zugriff in den Deep Folder, sage ich mal, von GTA. So, Patrol Theft. Guten Tag, die Herren. Ja, hier geht's wieder Verfolgungsjagd. Interessiert uns jetzt nicht. Wir haben hier Patrol Theft. Patrol Theft. Finally, what a relief. I've just experienced a terrible situation. Some rude customer put patrol into his vehicle. After that, he simply drove off without paying. Luckily, I've caught the idiot on CCTV. Can you make out the vehicle's details? Vielleicht. Gucken wir uns mal an. CCTV. Mal gucken, ob wir seine... Okay, das ist ein... Okay. Das müssten Grizzlies sein, oder? Details von der CCTV footage. This vehicle was a black colored Virgo. The license plate was 4, nein, das ist nicht 4. In which direction did I go? They made off in that direction, officer. So, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir da was finden können. Weil das geht ja gar nicht. I'm checking the area. Okay. Da hinten. Okay, in dem Bereich müssen wir jetzt gucken. Wir fahren lieber über die Straße. Wo ist die Leitplanke? Okay. Da liegt eine Leiche. Aber ich will nicht pushen. Egal. So. Checken wir mal eben, ob wir da was finden können. Ob wir da jemanden ausfindig machen können. Wir müssen eben vorbei. Es ist ein Einsatz. Das merke ich immer. Egal, ich habe jetzt was Besseres zu tun. Fahren Sie bitte mal. Also, ich war bitte vorbei hier. Okay. Wir haben Traffic Alert. Da fahren wir mal eben hin. Aber in Code 2, damit ihr uns nicht sieht. Wir müssen eben mal schnell da. Oh, schnell hin. Damit der uns nicht flöten geht. Das wird abgebogen, da fahren wir mal lang. Ist das nicht ein Virgo? Das sieht mir. We have a traffic alert in Grande Sonora Desert. Ey, das ist aber ein bisschen blöd gemacht, dass es immer so weit Abstände sind. Naja, egal, fahren wir da hinten hin. Also hier sieht es schon nachts, sieht sehr geil aus. Ich mach mal Licht aus. Man sieht da alle Lichter einzeln am Horizont. Irgendwie und. Also in der Stadt sieht es noch beeindruckender aus. Tatsächlich. Aber hier sieht es auch schon sehr geil aus. Aber wie gesagt, man sieht halt wirklich nichts. Scheiße, müssen wir eben hier querfeld ein. Alamo Sea. Oh, scheiße. Egal. Jetzt sehen wir zumindest was, wenn die von den Lichtern. Dann sehen wir nämlich auch ein bisschen mehr. Hier ist nichts, Herr Eckäumel. Ich muss die Karre reparieren. Wir machen aber Licht aus. Mann, hier ist nichts. Ich muss auf den nächsten Kreis warten. Scheiße. Mann. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich denke mal weiter in die Richtung. Genau. So, da hinten. Jetzt kriegt man den Aboter. Der ist so ein. Also, der ist ja hier. Das ist kein Virtual. Search Area updated. Da hinten könnte es theoretisch sein. Der da hier. Ja. Checken wir mal eben. Ist doch ein Virgo, oder? Jetzt halte ich die mal an. Ja, hier, er located den Virgo. Und eine Patrol Theft. So, wir machen hier Sirene an und verfolgen. Holen uns ein paar Units. Wow! Was war das denn? Roger, der fährt geradeaus. So, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Aber ich denke mal schon. Boah, sieht das nice aus mit der Grafik, ey. Also, das muss man echt sagen, das sieht schon geil aus.
Ich glaube, ich bleib auch bei der Mod. Ich glaube, die Mod ist echt cool. Also der Kurzel, der hat gesagt, der bleibt bei der Mod. Die Mod ist echt geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Mir gefällt's. So, Herr Virgil, fahren Sie jetzt bitte rechts ran. Oh. Okay, der fährt jetzt scheinbar auf dem Heim. Ah, ne, der fährt noch weiter. Wir holen mal ein bisschen mehr hier News und State Control. So. Oh, Massaker-Ramoulage. Wo ist denn der Typ? Okay, der ist scheinbar... Wo ist denn der Eumel? Da ist der. Aussteigen! Boah. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Bleiben Sie stehen. So, ich würde sagen, wir haben es abgeschlossen. Alter, das sieht schon sehr geil aus. Mal kurz einen Screenshot von. So. Hier so nochmal. Gucken, was auf Thumbnail kommt. So, hierfür rufen wir jetzt. Huch, das tut mir ein bisschen leid. Das ist Dispatch. Oh Gott, wieso schießen sie da alle? So, wir holen EMS-Unit. Ach Quatsch, nein, kein EMS. Wobei doch, wahrscheinlich brauchen wir gleich eher EMS, weil hier Leute Tote sind. So. Das kann ich hier nicht wieder interagieren. Ich verstehe es nicht. Wieso wird das nicht endlich mal gepatcht, dass man interagieren kann? Aber wenn jetzt hier zumindest... Wird er mitgenommen? Nö. Ah, hier kommt zumindest ein Krankenalter. Hier geht gerade vor die Party ab. Nee, was ist denn jetzt? Ich muss ihn tasern. Wer schießt denn hier gegen wen eigentlich? So, komm. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, es bringt eh nichts. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Officer getasert. Wird einfach jeder erschossen, der hier den... Oh fuck, sorry. Der dem in den Weg kommt. Es ist unglaublich. Kriegen Sie sich mal ein... Ah, komm, jetzt wird er abtransportiert hier. Ignorieren Sie einfach die ganzen Schüsse und Schreie und alles, ja? Ist alles in Ordnung. Na gut, Leute, ich würde sagen... Alter, die Karre sieht ein bisschen kaputt aus. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier in diesem Sinne. Das sieht sehr bescheuert aus, ich weiß, aber ich muss mich verabschieden. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Folge von LSBDFA. Bis dahin. Alter, ohne Spaß, ich gehe mal hier ein bisschen auf die Seite. Und die können sich ja ruhig hier bekriegen, ne? Naja, ich würde sagen, das war's mit LSBDFA. Wir sehen uns in einer weiteren Folge und bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.